Und damit hallo und recht herzlich willkommen zu Bus Simulator 218 mit dem Konki zusammen. Hallo. Der steht da hinter mir. Ja. Und ich muss erstmal Gang einlegen, weil Konki hat hier immer noch auf perfekt gemacht und so. Hier und so. Ja, ich weiß es ja auch. Fahren wir LKW Simulator, finde ich crazy. Ja. Da muss ich mich da auch noch umstellen. Das ist dann blinden echt krank. Guten Tag. Bitte einsteigen. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Einzel, Senior, Anzahl 1. Ach, Standard. So, diese Aufnahme dient auch einem Test, ob das alles richtig funktioniert. Konki, hörst du mich noch? Ja, alles gut, alles wunderbar. Super, ja, sehr gut, das läuft jetzt. Weil die erste Aufnahme war leider gar nichts. Ja. So, weiter geht's. Stau. Stau hier. Puh. Mein Auto, mein Bus ist gerollt, ich guck da oben. Fahren! Ja, fahr jetzt, du Autofahrer! Schneller, du auch! Mann, ey! Hey, du Golffahrer! So sieht ein LKW von ganz nah aus. Ist das ätzend. Da muss ich immer Gummibären essen. Gummibären. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Maunzi hat gestern einen Fisch gefangen. Maunzi. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie hat oben auf dem Asphalt mehrere Fahrer. Tag Senior 2, bitteschön. Gerne, Omi. So, jetzt wird abkassiert. Na klar. Passagiere bitte einmal die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Danke. Fahrkarte. Vielen Dank. Hier. Alles klar, die haben alle Fahrkarten. Ach, da. So. So, liebe Leute. Konki, bist hinter mir, ne? Ja. Ja, gerade angehalten. Ja. Wochenticket. Ja, gut. Hier ist schon wieder Stau hier vorne. Mann. Fahren! Was? 2 Euro, was wir haben? Ach, Mensch. Trinkgeld nehme ich auch an, danke. Wer gibt ja Trinkgeld? Passagiere möchte ich gerne haben, die Fahrgäste. Diese blöde Baustelle geht mir auf den Sack hier. Wow. So, Stau ist das ganz gut. Kann ich mein Kaffee trinken, mein Stau? Einsteigen, Student. Nein. Ist auch schon kalt. Ja, meiner auch. Danke. Bitte. Gut, die nehmen den nächsten Bus. Alles klar, dann fahren wir weiter. Ich habe noch Platz. Pass auf die Bodenwelle auf, die kommt nach der Bushaltestelle. Oh gut, danke. Bitte? Ich bin rübergegangen, ich bin krank. Ja, weiß ich doch. Wow. Ach, die Bodenwelle, schon wieder vergessen. Auf jeden. Sehr pünktlich, danke. Bitte einsteigen. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, Woche. Oh, das gibt Geld. Das gibt Geld. 2 Euro kostet wieder. Mach die ab, du. Einmal blinken. Ich habe meinen Mann endlich überredet, mit der Leidenschaft zu gucken.
Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ich alle auf einmal, bitte. Ist ein größerer Fan als ich. Wow, einfach episch. Du hast ihn voll angesteckt. Ha, Schwarzfahrer erwischt. Ha! Nice. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Schwarzfahrer, komm hier nicht durch. Die Dreckigen. Gleich Handschellen anlegen. Auf jeden Fall. Einfach mal ein Tausender abkassieren, boah, Schwarzfahrer, das wäre gut. Nicht nur ihr läppische 120. Stockerplatz. So, das machen wir schon wieder bei der nächsten. Ja. Oh. Mhm. Alle nur eingestiegen, ohne zu bezahlen? Hier, bitte. Mhm, möchte erstmal Fahrkarten sehen. Ist mir egal, ob die schon mal gezeigt so, hast. Wie oft wollen Sie die denn? Die will ich ganz oft sehen. Sie haben meine Fahrkarte. Das interessiert mich nicht. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Die Fahrkarte. Wo hab ich? Hier, bitte. Klar. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon. Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So, wie der Kollege. Ey. So. Hallo Oma. Die haben alle Fahrkarten gehabt bei mir. Bei mir auch. Ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina. Na, der Bus ist halt schon voll, aber die haben. Oh. Nächster Halt. Media Center Astra. Ich glaube, ich soll ein bisschen Abstand von der halten, sonst bin ich gerade hinten drin. Ja, das wäre nicht so gut. Winter der Leidenschaft. Kannst du nicht mehr hören. Uah. Mann. Wow, 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 wow. Kommst du hier rum? Ja! Rast dir schon aus! Gibt's aber nicht hier! Feierst du mal! Mann! Wir essen zeitig zu Hause. Keine Zeit! Geld verdienen hier! Bodenwelle, Achtung. Danke. Warum habe ich jetzt Strafe bekommen? Für was? Nein, ich. Oder wir beide. Oh, weil du mir hinten reingefahren bist. Stimmt. Du hast Bodenwelle gerufen. Und schon war ich hinten drinne. Oh Mann. Ja, 800 Euro. Ja. Mit Kopfschmerzen jetzt. Was schön gegen die Scheibe geknallt. Guter Birne. Ja, ich hab gebremst. Ja, glaube ich. Ich hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Ja. So. Ein gutes Timing für die Sicherheitsposition. Danke für. Was Geld ist auch noch? Ah, Geld nehme ich immer gerne. Woche, Studenten, Ansatz 3 Stück, ey. Danke. Eine Fahrkarte bitte, alles gut. Tag, Standard, einmal. So, einmal raus. Ach, der nächste. Oh Mann. Nächster Halt, Westspeicher. Endstation. Bitte alle aussteigen. Endstation Westspeicher. Ja, bei Mitte auswischen. Die Mohren alle haben keine Fahrkarten. Die müssen hier. Die haben hier kein Abo. Ach so. Ja, wir müssen ja die 800 Euro wieder reinkriegen. Wir können die Preise anziehen auf 10 Euro. Ja, mindestens. So.
denken, hier ist 50 erlaubt. Ah. Ich bin gerade 70 gefahren. Oh, 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 oh. Bestspeicher, Endstation. Eine Gewohnheit. Früher war ich vorm Einkernfahrer. Das glaube ich auch. Was machst du? Die Woche, weil läuft er beknackt. Du hängst nicht an deinem Leben, ne? Ja. So. Auf keinen Fall. Aussteigen alle, ich da auch. Nee. Haben sie wieder liegen lassen, Drecksäcke. Oh, ich mache euch platt, wenn ich euch erwische. Oh, was ist das denn? Tatsächlich. Kaffeebecher. Ihr könnt Geld liegen lassen, damit ich den Müll. Ja, ne? Frechheit, oder? Mann, Mann, Mann. Erfolgreich beendet. Super. Was? Zwei Kollisionen? Zwei? Ja, ich glaube, du und ich beide sind als zwei. Ohne so. Drei. Tipp ich mal. Das ist ja wohl eine Frechheit. Zwei Kollisionen. Also. Naja. Sag mal, der Durchschnitt. Strafzeit für Rasen? Drei? Dreimal? Tja, Konki, also ich kann es nicht gewesen sein, weil ich habe Tempomat drin gehabt. Ja. Ich war das nicht. Nein. Nein. Wir haben die Quest abgeschlossen. Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Wow, ja. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Okay, ich gehe mal in den Busladen. In den Busladen? Das hört sich ja an. In den Busladen. Steht in dem Bus, Bus rum. Bus, Bus. So, ich kaufe mir schon mal einen Bus, dann habe ich nämlich meinen eigenen. Und den tue ich gleich mal hier bearbeiten. So. Den Bus, den... Schwarz ist cool. Bus, ne Cetra. Für den haben wir überhaupt, reicht ja gar nicht. Hm? Ach so, den Citaro K Mercedes. Ich habe den Dings gekauft jetzt, ja. Na, habe ich doch schon gekauft, deswegen haben wir jetzt ein bisschen weniger Geld. Hast du schon gekauft? Okay. Habe ich gerade schon gekauft, genau. Den passe ich jetzt bloß noch an, schnell. Anpassen, gute Idee. Bearbeiten. So. So, jo, ihr wisst es doch, ne? Und dann machen wir noch die Teufelszahl dahinter. So. Per schwarzen Bus ist auch doof. Ja, du hast auch recht. Sekundärfarbe kann man rot nehmen. Rot ist gut. So. Ich kaufe neue Sitzbezüge. 5000. Bubbelt. Mit generiere kommen. Generiere Einkommen auf einer Strecke mit einem Fahrer. Okay, wir müssen eine Strecke ins Fahrer zuweisen. Dann machen wir das mal oben. Du hast schon eine Fahrer gehabt, ne? Zwei, glaube ich. Achso, dann bräuchten wir aber noch einen Bus. Müssen wir noch einen kleinen kaufen. Ich muss nur mal kurz anpassen. Ganz wichtig. Können wir den Bus umbenennen? Nee, ne? Wirklich. Das wäre so gut. Aber das geht nicht. Lehrlinge. Zwei Lehrlinge habe ich eingestellt, ohne Bus. Ja. Okay, das ist ja egal. Dann kaufe ich mal noch einen Bus, einen normalen, weil wir müssen Einkommen den anderen generieren. Shop. Und dann haben wir hier den Citaro, den kleinen, für 120. Kaufen. Alles klar, dann haben wir das. Dann können wir nämlich oben die Strecke zuweisen.
wen nehmen wir denn? Lehrling Erwin oder Marina? Aua, von der Zunge. Marina oder wie heißt es? Ah. Die Marina? Was macht er? Voll Zunge gebissen. Ah. Und die nächste Strecke fahren wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ich bin 6 Wochen krank jetzt. Ja, 6 Wochen mindestens. Tschüss. Gar kein Problem.